wenig Simoleons. Zu wenig. Und wir haben Arbeitslosigkeit. Wir brauchen mehr Industriegebiete. Ja, nicht nur Industrie, auch Gewerbe bringt. Das ist, ja, das reicht, glaube ich, Gewerbegebiet für. Okay, Industrie, drücken wir bitte Control. Ja, danke. Und die andere Seite auch. Super. Wunderbar. Das läuft doch super. Also haben wir schon hier ein bisschen angefangen. Und ja, da oben bauen jetzt auch schon die Gewerbegebiete hin. Dann müssen wir jetzt nur gucken, wie wir halt Geld reinbekommen. Wir könnten, glaube ich, sogar die Steuern erhöhen. Ja, wäre das was? Na, nee, weil wir haben... könnten wir von vornherein ein bisschen mehr Geld bekommen. Meinst du? Aber nein, Steuern kann man doch erst mit einem Rathaus erhöhen. Nee, guck mal hier unten. Ach genau, das ist das Rathaus. Das Gemeinhaus. Ich würde sagen, es kommt hier oben so in die Ecke. Genau. Weil das kannst du eigentlich nicht groß... Ah nee, doch, das ist ja das Rathaus. Ja, eben. Doch, nee, das wollten wir das nicht. Das ist die Stadtmitte, später. Also später. Wir müssen ein bisschen Geld sparen, damit wir eine Straße bauen können zu dem zukünftigen, zu der zukünftigen Stadtmitte. Und dann können wir da auch das Rathaus hinbauen. Ja, aber wir haben uns so schon ein bisschen überlegt, wo das sein könnte. Weil eigentlich sollte es ja wirklich genau zentral sein und da ist leider das Öl. Und dann vielleicht bauen wir das hier. Also hier, da so. Guck mal mit der Maus da. Genau. Hier? Ja, genau da. Also hier, jetzt wo gerade die freie Fläche ist hier. Das ist zu wenig Platz. Wir wollten noch so ein großes machen. Ja, das stimmt schon. Also. Vielleicht, ja, dann bauen wir die nach hinten. Bauen wir es hier. Dass es auch ein bisschen später kommt, weil ich glaube, das wird dann auch ein bisschen kostenintensiver. Jetzt, warte mal. Die ist schräg, keine Ahnung warum. Ich helfe dir nochmal, wie letzte Mal. Und die Bewohner wollen auch ein Krankenhaus haben. Die werden nämlich mal richtig verletzt und krank. Das ist noch nicht genehmigt. Ist noch nicht genehmigt? Nein. Ach klar, wir müssen erstmal das Gemeindehaus bauen. Aber warte mal, wenn wir das hier so bauen, so kann man das. Ja, das ist doch eigentlich gerade, oder? Passt. Ja, das passt schon. Ja, okay. Dann ziehen wir nochmal den kleinen Weg hier so und dann hier überlasse ich dir nochmal. Danke, danke. Das ist aber. Ich muss dir vorhin ins Ohr brüllen. Ach, es geht schon. Auf jeden Fall. Zuschauer uns hören, also mich hören. Also, ich denke mal so, es wird auf jeden Fall noch eine bessere Qualität kommen, das ist klar und das wird auch vorausgesetzt bei uns. Aber wir haben momentan halt nur ein Headset, leider. Und damit müssen wir halt klarkommen jetzt, ja? Ja. Ist das, halt so. Das wird schon besser nächstes Mal. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, da fängt ja schon das. Da können wir, glaube ich. Guck mal in die Spezialisation oder wie es heißt, Spezialisierung, genau. Und gucken mal, ob wir schon eine Ölpumpe bauen können. Das ist hier Bohrung. Genau. Und Ölquelle. 37.500 kostet. So, aber wie könnte man die am besten hinbauen? Da. Die müssten wir. Dann müssen wir eine Querstraße bauen am besten. Ja. Also hier nach rechts ein bisschen und dann bauen wir die hier perfekt hin. Ja. Also obwohl, nee, wir können die denn. Ja, also genau, ja, zieh einfach mal die Straße durch, genau. Pass auf. Nein, dahin. Richtig, die Straße einfach mal ein bisschen durchziehen. Ja, genau, dann können wir es einfach da. Ja, das ist eine gute Idee. So, und dann bauen wir die Ölquelle. Ach, da bei Bohrung schon. Mit dem Bohrturm. Ja, ja, ja. Nur die Ruhe. So, dann können wir das hier hinbauen. Das ist ja, da kann man genauso eine Straße bauen wie bei dem Windkraftwerk. Ja, und dann kommt halt da drunter ein bisschen was und sollte eigentlich gehen. Ja, und dann brauchen wir später noch natürlich ein, wie heißt es? Handelsdepot. Genau, Handelsdepot. Damit wir auch ein bisschen Kohle machen können mit dem Öl. So, jetzt erstmal hier wieder. Obwohl wir, glaube ich, wir haben zu wenig Kunden. Zu wenig Kunden heißt, wir brauchen mehr Wohngebiete. Mehr Wohngebiete? Genau. Dann lassen wir erstmal die Industrie fertig machen. Wir haben zu wenig Kunden, genau. Also jetzt meckern die Gewerbegebiete rum, dass sie zu wenig Kunden haben. Deswegen bauen wir... Ja, halt einfach mal, genau. Nee, lass mal, weil pass auf. In der Nähe von unserer Ölquelle, die ist ja da oben schon, lieber meistens mal nichts bauen. Jetzt ziehen wir die Straßen dann durch, würde ich sagen, oder?
mal nach oben. Also die rechte Straße hier kann so ein bisschen durchziehen. Und die linke müssen wir gucken, wie das später mit dem Öl wird. Und wir hatten gerade fast schon genug Geld. Aber jetzt machen wir auch 3.700 in der Stunde. Dann können wir ein bisschen Gewerbegebiet Wohngebiet anlegen. Ja, dann machen wir Gewerbe hier noch hinten. Oh, ja. Ja. So. Mach mal da so die Wohngebiete hin. Auf der anderen Seite, genau hier, können wir einmal durchziehen. Und auf der anderen Seite, genau. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Erstmal schon, ja. Wie man sieht, haben wir jetzt gleich wieder die 37.000 zusammen, wenn ich mich nicht irre. 500. Und da haben wir es. Dann. Oh, das ist doch super. 194,2. Oh. Ja, okay. Na, die Werke können später sowieso. Also, wenn die nicht expandieren wollen, dann können die auch abgerissen werden. Wenn die da nicht wohnen wollen, dann können die ausziehen, ne? Dann kommt da das Handelsdepot und dann ist schön. Außerdem kann man die ganze Region dann wieder aufwerten, später mit Parks und das sollte dann, denke ich mal, auch reichen. So, bearbeiten. Wir brauchen eigentlich gar keine Servicestraße. Ja, genau. Die brauchen wir aber noch gar nicht eigentlich. Ich glaube, wir sollten ein bisschen Geld sparen, damit wir zu dem Stadtzentrum kommen und jetzt endlich mal ein Gemeindehaus bauen können. Also sollten wir ein bisschen Geld sparen jetzt erstmal. Also keine weiteren Ölpumpen bauen. Ja, schon klar. Okay, das Gemeindehaus haben wir dann hier oben in die Ecke hin. Aber wollten wir es nicht da links in die Stadtzentrum, in das Stadtzentrum bauen? Nein. Okay, was ist denn jetzt der Plan dann? Na, hier oben Gemeindehaus und erstmal für euch zur Erklärung. Wir bauen hier halt einen Kreis und in der Mitte kommt dann die. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich zeig's euch. Stadion, hier. Ach, genau. Da kommt das Messegelände kommt dann in die Mitte. Dann bauen wir noch einen Kreis drumherum und da kommt dann Feuerwehr, Krankenhaus und Polizeistation halt rein. Obwohl, jetzt, wo du es sagst, dann sollten wir vielleicht ein Stadion bauen und dann einfach irgendwas anderes herum, weil das Feuerwehr und alles sollten wir zentral hier so bauen. Ja, da kommt groß hin, da kommt die Großen hin. Die Kleinen, die kommen auf jeden Fall hier noch hin. Und die wollen irgendwas möchten die da oben? Ich glaube, die wollen irgendwie expandieren oder so. Die machen das ja immer. Was? Bearbeiten. Eine Ölquelle ist schon. Noch mehr davon kaufen können, sie können sogar so. Später. Ach, lass mich in Ruhe. Feuerwehr. Ich glaube, da brennt es irgendwo. Guck mal, die Feuerwehr wird gelb. Und ja, es brennt. Sollen sie nicht rumholen? Guck mal bitte, klick mal mit der Feuerwehr rum. Das ist jetzt gerade rot. Brand außer Kontrolle. Wir sollten vielleicht. Ah, ich sehe sogar den Brand. Wir sollten vielleicht. Dass ihr auch mal seht, wie geil das eigentlich hier so schon am. ist. Oh ja, also die. Unser kleiner Trailerpark hier. Trailerpark, Brand außer Kontrolle. Wir sollten vielleicht eine Feuerwehr. Nee, ist dies noch nicht genehmigt? Okay, dann. Wo kommt man das Gemeindehaus sich holen hier? Das ist genau da. Da war das, wunderbar. Jo. Ja, baut es einfach hin. Das passt. Oder? Ja, macht es einfach. Genau. Bauen wir es da hin. Also wir haben jetzt, dann können wir auch endlich mal eine Feuerwehr bauen. Genau, 20.000, da haben wir genug Geld gerade. Ja, super. Unseren Stadtnamen machen wir dann gleich. Ja, müssen wir erstmal uns um den Brand so kümmern. Mach den mal hier in der Mitte, so ein bisschen zentral. Hier so zentral? Genau. Dann mache ich den genau auf die Ecke. Ja, das ist eine gute Idee. Die brauchen jetzt erstmal. Ach, die haben noch. Die haben 0? Ah ja, nee, jetzt haben die. Genau. Und bau mal genau die Glocke da oben. Bau mal die Glocke da oben hin. Damit 3000. Ach, 4000 bekommen wir in der Stunde, das passt schon. Wir haben's ja. So, bauen wir da die Glocke. Können wir gleich machen. Ja, den Feuerwehr so brauchen wir wirklich. Wir haben jetzt kurz Zeit. Unser Stadtname. Haben wir uns schon ausgedacht, so. Einfach mal. Locker, flockig hier. Mach das P mal groß. Das P groß. Das P würde ich mal groß machen. Poppenhausen. Poppenhausen. Und Taufen. Das wunderbar ist der beste Name, der uns je hätte einfallen können. Irgendwie fast schon. So, die Geschwindigkeit war ja langsam.
Was mit dem Brand? Der ist immer noch außer Kontrolle. Vielleicht möchtest du die Brandherde einreißen. Genau. Ja, Grund. Guck mal. Wenn es sich so weiterzieht, die Feuerwehr ist, müsste. Zoom mal ein bisschen rein. Wenn die Feuerwehr nämlich gleich ankommt, wird sie glaube ich jagen. Sehen wir gleich mal die Feuerwehrleute da. Die sind schön am Löschen. Der Taus ist ja eh verloren. Ja, das auch. Ja, das ist alles klar. Zumindest haben wir es eingedämmt. Jetzt können die auch neue Häuser da bauen. Und das geht ratzfatz eigentlich. Und ja. Oh, was da los? Da war offenbar ein anderer Brand. Ja. Ja, Brand. Gleich zwei Brände gleichzeitig. Aber als. Ich glaube, die Bewohner wollen Parks haben, so wie es aussieht, da unten mit dem gelben Symbol. Rechts, nee. Ja, ich weiß, hier, die Parks. Genau. Aber ich glaube. Wir haben. Ja, 20.000. Ah, nee, Parks, würde ich sagen, können wir auch zum Schluss ein bisschen machen. Denn. Oh, Müll fängt jetzt schon an. Müll. Meine Bewohner beschweren sich immer wegen Müll, egal in welcher Stadt ich bin. Aber das Müllproblem. Die Müllhalle, die kommt hier hinten schon hin. Pass mal auf, dass es da, ja, keine Probleme gibt mit. So. Nee. Guck mal. Versuch die mal auf einen von denen zu bauen. Hier an der Seite? Nee. Kann ich mir aus? Ja, natürlich. Wenn es so hier ist, in der Mitte, mittig platziert. Ja, okay, mach. Dann kann man später auch. Oh, ja, das ist ja egal. Da sollen sie nicht rumjammern. Können zufrieden sein, dass sie überhaupt was kriegen. So, mit dem Geld wird es ein bisschen knapp, weil die immer 5.000 kosten. Und. Ja, baut es mal dahin, genau. Wir haben kein Geld mehr. Oh. Wir haben noch 273. Was ist das hier, eine Müllverbrennung? Oh, die Luftverschmutzung wird da richtig schlimm. Das würde ich nicht empfehlen. Ich hatte mal eine Müllhalde mit der Müllverbrennungsanlage gleich dabei. Hm. Und dann ist am anderen Ende der Karte, obwohl der Wind da gar nicht hingezogen ist, hatten wir Luftverschmutzung und Keime bis zum geht nicht mehr. Also. Lieber nicht. Luftverschmutzung möchte ich ernsthaft nicht so hart betreiben und durch das Ölkraftwerk kommt da schon genug. Mhm. Und wir sollten vielleicht auf ein Krankenhaus sparen. 20.000, ja. Ja. Bildung, öffentliche Verkehrsmittel, Parks, Katastrophen. Die man auch alle selber machen kann. Ich überlege gerade, wo das Handelsdepot zu finden war. Das ist bei Spezialisierung. Und dann in der Mitte. Handel. Handel, wie viel kostet es denn? Das ist ganz schön billig. Oh! Das sollen wir gleich immer einrichten, damit wir mehr Geld bekommen. Auf jeden Fall, das können wir dann hier so hinbauen. Ja, deren Lager ist schon fast voll. Also ist schon voll. Na, wir bauen es hier hin. Bauen es einfach hin, genau. Und dann müssen wir. Klick mal, genau. Und dann würde ich. Hier, Öl. Ja, bau da mal gleich zwei hin, wenn es geht. Also haben wir genug Geld. Ja, natürlich. Und vielleicht ein paar, Lastwagengaragen. Zu wenig Symbol, oh. Ja, genau, dreh mal die Geschwindigkeit hoch. Die wird immer automatisch runtergestellt, wenn man in so eine Ansicht geht. In die Zoom-Ansicht? Ja, also wenn man auf ein Gebäude klickt, dann wird es meistens runtergestellt. Aber. Okay. Das Lager geschlossen, ist voll. Lager ist voll. Vielleicht möchtest du mal auf das Lager rauf, also auf die Ölpumpe raufgehen jetzt und mal auf Bearbeiten klicken. Und dann können wir noch ein Auto dazu bauen. Ja, 10.000, diesen da, das kommt bald. Naja, die aber haben. Guck hier, die Geschwindigkeit wurde schon wieder runtergestellt. Ich sehe schon. Okay, so unser Handelsdepot hat da zwei. Und kriegt auf jeden Fall dann halt noch einen Wagen dazu. No, machen wir noch zwei, wir sind heute spendabel. Dann könnte ich es auch schön verkaufen. Und vielleicht möchte ich auf das raufklicken nochmal. Und die Weltmarktlieferung verwalten. Richtig, so Öl. Das können wir erstmal exportieren. Wir haben ja noch kein Ölkraftwerk, wo wir später unseren Strom beziehen werden. Also das ist schon gut. Die sind aber immer. Deren Lager ist immer noch voll, das müssen wir aufpassen auch. Ja, hier, vor hier. Allem, wenn wir nur solche Sachen bauen und keine weiteren Straßen und Wohnsiedlungen oder so bauen, dann geht unser Einkommen natürlich auch runter. Müssen wir gucken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich, wenn ich mit denen anhören muss, als wäre ich irgendwie total dämlich.